Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Brandner, gemäß polizeilicher Eingangsstatistik der Bundespolizei erfolgt im Zeitraum Januar bis Oktober 2023 insgesamt 112.178 Feststellungen unerlaubt eingereister Personen. Für den Monat November 2023 liegen zum Zeitpunkt der Fragestellung noch keine Statistik der polizeilichen Eingangsstatistik vor. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Also 112.000 bis einschließlich Oktober, die aufgegriffen wurden. Da würde mich mal interessieren, wie hoch ist denn da die Dunkelziffer? Wir reden ja nur über diejenigen, die tatsächlich aufgegriffen wurden. Und vielleicht kann ich Ihnen bei den Zahlen helfen. Die Zahlen sind von Oktober bis November um von 18.000 auf 4.000 auf 500 gesunken. Also haben sich ungefähr gedrittelt. Das ist wahrscheinlich das Ergebnis der Grenzkontrollen, die eingeführt wurden. Jetzt wurde uns ja insbesondere der AfD 10 Jahre lang vorgehalten, Grenzkontrollen wären rechts, die wären rechtswidrig und wären geografisch gar nicht möglich. Die 4000 Kilometer lange Außengrenze zu schützen wäre unmöglich, rechtswidrig, weil es nicht europakonform wäre, und rechts wäre das sowieso, weil wir es was gegen die Vielfalt hätten. Jetzt zeigen aber diese Grenzkontrollen Wirkung, und zwar ganz deutlich. Sie haben es ja bei der ersten Antwort an Herrn Hoppenstedt auch gesagt. Also sie wirken tatsächlich. Es gehen Zehntausende von illegalen Einwanderern ins Netz der Polizei und kommen möglicherweise nach Deutschland gar nicht rein. Können Sie ausrechnen, wie viel Leid, wie viel Zuwanderung, wie viel Kosten Deutschland erspart gewesen wären oder erspart geblieben wären, wenn die Grenzkontrollen bereits 2015 eingeführt worden wären, so wie die AfD das stets und gegen Widerstand von allen anderen Parteien gefordert hat? Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Kollege Brandner, ich will darauf hinweisen, dass wir sehr wohl, weil Sie von Dunkelziffer sprechen, Sie haben nach unerlaubten Einreisen, die festgestellt wurden, gefragt. Und da habe ich auf die polizeiliche Eingangsstatistik verwiesen. Und natürlich haben wir auch einen Blick darauf, und das sehen wir am besten mit den Asylanträgen beziehungsweise auch im AZR. Und im Gegensatz zu 2015 wissen wir auch, wer kommt, weil wir auch registrieren, und zwar vollständig, und es uns auch einen Überblick gibt. Und Sie haben das ja jetzt rechtlich so ein bisschen nonchalant, als ob man mal darüber gehen könnte. War ja vorhin ein großes Thema, Rechtskonformität. Und dementsprechend verhält sich auch die Bundesrepublik Deutschland rechtskonform, wenn es um den Schengen-Grenzkodex geht. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Ja gut, Sie bleiben die Frage trotzdem schuldig, warum das 10 Jahre lang das Teufelszeug überhaupt war. 10 Jahre wurde immer behauptet, das Wichtigste an der Einwanderungspolitik wäre noch mehr Vielfalt, noch mehr Buntheit, noch mehr Diversität. Das war der Erfolg der Einwanderungspolitik, den Sie uns verkaufen wollten. Und inzwischen verkaufen Sie uns als Erfolg, dass möglichst viele Illegale abgehalten werden. Also das ist ja eine 540-Grad-Wendung, eine Pirouette, die Sie da quasi hinlegen in der Einwanderungspolitik. Das gibt der AfD recht, und Sie werden den Menschen draußen immer schuldig bleiben, zu erklären, warum Sie es nicht viel eher gemacht haben und das gemacht haben, was die AfD gefordert hat. Ein weiterer Aspekt der illegalen Einwanderung ist ja auch die explodierende Ausländerkriminalität in Deutschland. Wir haben Tatbereiche, wo der verurteilte Ausländeranteil bei über 50% liegt. Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Gruppenvergewaltigung und solche Geschichten. Wie wollen Sie konkret das Problem der Ausländerkriminalität angehen, außer diese beiden Varianten, die ja Frau Faeser darauf hingewiesen hatte, Einbürgerung, dadurch bekämpft man natürlich Ausländerkriminalität auf dem Papier auch, oder die Tricksereien beim Bundeskriminalamt? Also was haben Sie noch so im Lager, um die Ausländerkriminalität zu bekämpfen? Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Das Bundesministerium des Innern und für Heimat bekämpft grundsätzlich Kriminalität, und zwar jeglicher Art. Das ist unser Ziel, und da arbeiten wir eng mit unseren Sicherheitsbehörden zusammen. Und das sind gute Männer und Frauen, die Tag und Nacht genau dies tun und nichts anderes. Und wenn Sie jetzt so blumig daherreden, warum wir keine Grenzkontrollen haben. Die größte Errungenschaft der EU ist der Schengen-Raum. Und davon haben wir in Europa und auch Deutschland mit unserer Wertschöpfung profitiert. Und jetzt das so isoliert darzustellen, als es das Übel wäre, und Sie wissen ganz genau, dass dieser Schengen-Raum entsprechende Regeln hat. Und ich habe es Ihnen auch gerade gesagt, wir verhalten uns rechtskonform und wir lassen das auch notifizieren.